Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum WoWi-Talk heute in Düsseldorf. Ich bin sehr froh, dass die Menschen, die heute hier sind, sich nicht entschieden haben, sich an dieses schöne Café am Rhein zu setzen, wo man es bei diesen Temperaturen auch sehr gut aushalten kann. Düsseldorf ist eine Schwarmstadt, eine von vier großen in Nordrhein-Westfalen. Viele wollen hier leben, ziehen deswegen weg aus den Städten oder Gemeinden, aus denen sie kommen. Und das ist das Thema heute, Schwarmstädte und ländliche Regionen. Die Schwarmstädte platzen teilweise aus allen Nähten und auf Land ist dann teilweise der Hund begraben. Was muss die Politik da tun? Was muss Wohnungsbau tun? Was kann überhaupt getan werden? Und wie sind die Perspektiven für die nächsten Jahre? Darüber möchten wir sprechen und darüber sollen Sie zu Hause auch mit uns reden. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie dafür sind, dagegen oder sonst nur zeigen wollen, dass Sie dabei sind, herzlich willkommen. Sie können schreiben und sich mit uns in Verbindung setzen. Wir werden etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten, das liegt dran, in welchem Sendemodus die Herrschaften Politiker vier Wochen vor der Bundestagswahl sind, werden wir dann zu den Fragen im Plenum auf jeden Fall kommen. So, und ich freue mich, dass da sind. Einmal Thomas Jatzombek, er ist MdB, also Berlin für die CDU, herzlich willkommen. Aber Düsseldorfer, ne? Klar. Er kam mit dem Fahrrad vorgefahren, das war ein Zeichen. Andreas Rimkus von der SPD, nicht mit dem Fahrrad, aber auch aus Düsseldorf. Mit dem Elektroauto. Mit dem Elektroauto, ja. Herzlich willkommen. Kinder, die Batterien. Dann für die FDP, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Präsidiumsmitglied, stellvertretende Bundesvorsitzende, sie ist im Stadtrat. Und sie ist auch noch im Planungsausschuss, also die Frau vom Fach hier in der Runde, was für die Stadt Düsseldorf sicherlich sehr interessant ist. Herzlich willkommen. Wir warten noch auf den Herrn von der Linke. Ich weiß nicht, ob der ein Fahrrad sucht. Da ist er. Herzlich willkommen, Herr Freie. Sie kommen jetzt live in diese Sendung und dürfen sich gleich da vorne hinsetzen. Die begrüße ich dann aber nochmal extra. Und über allem stehend heute, weil der Wohnungspraktiker sozusagen, nicht was Bauen angeht und Gestalten, sondern Verwalten, Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau GmbH. Eine Firma, die 6.300 Wohnungen hat, größtenteils in Düsseldorf, aber auch in Duisburg und Berlin. Richtig. Richtig. Hummelsbeck, Sie haben gehört, worum es geht. Ich meine, das wissen Sie ohnehin. Wie haben Sie damit zu tun? Wie erleben, erfahren Sie das? Welche Probleme wirft das für Sie auf? Schwarmstädte und ländliche Regionen. Ja, wenn man da aus dem täglichen Leben plaudern soll, dann gibt es da ganz einfache Schilderungen. Also zum einen, wir haben etwa die 7- bis 8-fache Zahl an wirklich ernsthaften Wohnungsinteressenten im Verhältnis zu den jährlichen Kündigungszahlen, die wir haben, die extrem niedrig sind im Vergleich zu früheren Jahren. Das bedeutet, jeder, der in Düsseldorf eine vernünftige Wohnung hat, die bezahlbar ist, der überlegt sich mindestens dreimal, ob er diesen Wohnraum zugunsten einer anderen Wohnmöglichkeit aufgibt, weil es wird in aller Regel teurer. Das merken wir ganz extrem, auch anhand der Besucherzahlen bei uns in der Geschäftsstelle. Also da ist Druck auf dem Kessel, aber sicherlich nicht in allen Marktsegmenten. Also in der Vergangenheit, ich spreche jetzt mal von den letzten 5 Jahren, haben wir in Düsseldorf schon eine rege Bautätigkeit gehabt, die aber zu einem ganz überwiegenden Teil in einem Preissegment stattgefunden hat, die sich sicherlich gut die Hälfte der Düsseldorfer nicht leisten kann. Dazu muss man wissen, dass 50% der Erwerbstätigen in Düsseldorf grundsätzlich Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, also die entsprechenden Einkommensgrenzen erfüllen. Und denen ist es sicherlich nicht gegeben, Wohneigentum für Quadratmeter zu Quadratmeterpreisen von, sei es mal, 4.500 Euro aufwärts zu erwerben, trotz der Niedrigzinsphase. Also dahin geht eigentlich auch unser Geschäft. Wir verstehen uns nicht als Premium-Anbieter, sondern als Vertreter der bestandshaltenden Wohnungswirtschaft, wie viele andere Kollegen hier auch, und versuchen, da ein Angebot auf die Beine zu stellen. Das wird zunehmend schwerer. Düsseldorf ist, man kann sagen, fast gebaut. Was an bebaubaren Flächen noch da ist, wird natürlich immer in die Waagschale geworfen. Und es wird natürlich nach Lösungen gesucht, dort auch bezahlbaren Wohnraum zu erstellen. Das hat mit den Marktmechanismen alleine nicht funktioniert. Deshalb hat der Rat der Stadt Düsseldorf vor gut 3 Jahren ein Handlungskonzept Wohnen auf den Weg gebracht. Ich sage jetzt mal auch über die Parteigrenzen weitestgehend hinweg. Und hat damit zumindest ganz klar auch politisch ein Statement abgegeben, dass man die Situation
so wie sie sich entwickelt hat, dass man da nicht weiter zuschauen möchte. War aus Sicht der Bestandshaltenden Wohnungswirtschaft die absolut richtige Entscheidung. Wir hatten gehofft, dass das ein Stück weit dämpfend auf die Grundstückspreisentwicklung sich auswirkt, aber wir sehen da eine ähnliche Entwicklung, wie es auch in München war. Da gibt es dieses Instrument ja schon deutlich länger. Da sind die Preise für Grundstücke wahrlich nicht eingebrochen, sondern weiter nach oben gerutscht. Ähnliches ist hier in Düsseldorf auch zu beobachten, aber nicht in dieser starken Ausprägung. Aber es werden natürlich jetzt durch dieses Handlungskonzept Wohnen mehr Gebiete mit gefördertem Wohnraum ausgestattet an Stellen, wo man sich das vor ein paar Jahren noch nicht hätte ausmalen können. Aber aus unserer Sicht reicht das alles nicht. Okay. Herr Hummelsberg, herzlichen Dank. An der Stelle begrüße ich auch Herrn Freie, der angekommen ist im Essener Stadtrat. Schön, dass Sie nach Düsseldorf gekommen sind. Es ist, glaube ich, bei den Verkehrsverhältnissen gerade alles nicht einfach. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihr Eingangsstatement. Herr Jetzombeck, kommen wir direkt zu Ihnen. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Da besteht Handlungsbedarf. Also er könnte ja, wie er sagt, viel mehr vermieten und viel mehr abgeben, wenn er mehr Wohnraum hätte. Wie kommt er denn da dran in den Schwarmstädten? Ja, also die Situation hat sich ja in den letzten 10 Jahren so entwickelt. Das heißt, bis dahin haben wir noch überlegt, damals im alten Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, ob man Prämien dafür gibt, auch teilweise Wohnungen zurückzubauen, gerade im Ruhrgebiet, weil da ein starker Bevölkerungsrückgang war. Tatsächlich gibt es auch 2 Millionen leerstehende Wohnungen in kleinen und mittleren Städten. Das Verrückte ist aber, dass in diesen, Sie nennen das Schwarmstädte, in den attraktiven Städten, ein unglaublicher Nachfrageboom entstanden ist. Und wir haben darauf reagiert, indem wir damals dieses Handlungskonzept Wohnen auch mit der FDP und den Grünen ins Leben gerufen haben und haben gesagt, unser Ziel muss darin bestehen, erstmal mehr Wohnraum zu schaffen. Und da haben wir auch eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Die Wohnungen werden ja jetzt gerade alle erst fertig gebaut. Sie haben da immer eine gewisse Verzögerung ja drin, bis sie die Grundstücke entwickelt haben, die Genehmigung durch haben und haben gesagt, 20% preisgedämpfter Wohnraum davon jeweils und 20% sozialer Wohnraum. Und Herr Hummelsbeck hat ja auch gesagt, dass das durchaus ein gutes Konzept ist. Man muss jetzt mal gucken, wie man von da aus weitermachen kann. Eins ist, glaube ich, klar. Der Oberbürgermeister Geisel hat vor 3 Jahren versprochen, wenn ich drankomme, dann werden die Preise sinken. So, und wir sehen nun im Ergebnis, das ist nicht der Fall. Und deshalb warne ich davor, dass die Politik den Menschen versucht, Dinge zu versprechen, die sie nicht halten kann. Aber an ein paar Stellen können wir schon etwas tun. Einer der Treiber war häufig selber der Staat. Durch diese hohen Ansprüche bei den energetischen Auflagen, durch andere Ansprüche, Brandschutz etc., aber auch durch den Anstieg zum Beispiel der Grunderwerbsteuer, die im Laufe der Jahre von 3% auf 6,5% gestiegen sind. Deshalb wollen wir als Union hier einen Freibetrag für die erste Immobilie machen. Zum Zweiten wollen wir, um gerade auch Familien zu entlasten, auch hier ein Baukindergeld wieder einführen. 1.200 € pro Kind und Jahr bei einer 4-köpfigen Familie oder bei einer Familie mit 2 Kindern, so muss man es ja eher sagen, wären das dann immerhin 24.000 €. Wenn Sie das mal zusammenrechnen, bei einer Wohnung, einem Haus von 400.000 € würde das ungefähr schon mal 10% Erleichterung bringen. Die Garage haben wir damit gebaut. Ja. Ja, also wenn Sie natürlich so argumentieren, dann wird das halt schwierig, weil wir werden sicherlich, kann niemand seriös versprechen, dass er sagt, das, was heute 400.000 kostet, gibt es dann für 170.000. Denn dann werden Sie so einen Nachfragesog generieren, dass Sie es auch nicht mehr befriedigen können. Und wie soll das möglich sein? Deshalb, wir können eine Erleichterung machen, weil wir sehen, es geht ja, die Preise galoppieren davon. Die Niedrigzinsen sparen natürlich für die Käufer auch ein Stück weit Geld, das muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, wir haben eben speziell diese 2 Maßnahmen und darüber hinaus wollen wir auch, dass der Staat selber nicht als Treiber auftritt, nehmen wir das Grundstück von der Ulmer Höhe, wo die Preise, die selber aufgerufen wurden von Land und Kommune, natürlich auch erheblich waren. Und hier müssen wir uns auch beschränken, damit der Wohnungsbau finanzierbar bleibt. Herzlichen Dank, Herr Rimkus. Was sagen Sie denn dazu? Denn ich meine, wir müssen gleich noch über die ländlichen Regionen sprechen, denn Sie werfen hier ja Preise in den Ring. Da kriegst du bei uns am Land 2 freistehende Einfamilienhäuser mit Unterkellerung für. Aber das ist wohl in der Schwarmstadt so. Herr Rimkus, sind die Hausaufgaben damit gut gemacht? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, was man direkt sagen muss, ist, was wir brauchen in der nächsten Legislaturperiode. Wir müssen die Mietpreisbremse, die müssen wir wirklich verbessern und verstärken. Es muss einklagbare Rechte geben und nicht nur irgendwie, du kannst eine Auskunft bekommen. Ich kenne die Effekte, dass die Leute dann bei einer Wohnungsbesichtigung da stehen im Treppenhaus und dann sollen die dem Vermieter sagen, hör mal, ich will aber vorher wissen, wie die Miete aussieht. Dann kann man sich wieder unten anstellen. Das macht keiner, deswegen muss da hart rangegangen werden. Wir brauchen jetzt auch Kindergeld, allerdings auch Zeit.
sozusagen geschaffelt, meint tatsächlich die Familiensituation geschaut, weil für 24.000 Euro, was kriegen Sie dafür in Düsseldorf, nicht mal eine halbe Garage. Insofern ist dann einiges zu tun. Wir müssen die soziale Bodennutzung verbessern, das heißt wirklich investieren und mithelfen, dass die Städte und Gemeinden in Lage versetzt werden, den eigenen Wohnungsbau voranzustellen. Wir brauchen mehr städtische, mehr kommunale Wohneinrichtungen, aber auch betriebliche Wohnungen müssen wieder her. Ich selber bin groß geworden in einem Betrieb, da war das selbstverständlich. Man hatte Werkwohnungen, die müssen wieder zurückgeholt werden, die müssen wieder neu gebaut werden. Und ich will eins sagen, wir sind doch eigentlich ein Volk von Dichtern und Denkern. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir degenerieren zu einem Volk von Dichtern und Dämmern. Wir könnten uns auch durchaus mal den Luxus erlauben zu sagen, diese massive Isolierung vor den Wänden, da machen wir mal ein bisschen Halt, weil die letzten Prozent an der CO2-Optimierung können wir besser in anderen Sektoren heben, beispielsweise eben in der Elektromobilität, damit in Förderungssystemen reinzugehen und an der Stelle mal sein zu lassen. Ich glaube, das könnte preisdämpfend helfen und am Ende ist es doch so, mir sagen die Menschen doch sehr klar und deutlich, was nutzt mir denn eine abgesenkte Energierechnung bei den Stadtwerken um 50 Cent, wenn die Kaltmiete um 4 Euro steigt. Das ist, gelinde gesagt, nicht am Ende für das Budget der Menschen nicht ausreichend. Herr Hummelsbeck sprach davon, dass in Düsseldorf 50% der Bevölkerung Anspruch hat auf einen Wohnberechtigungsschein. Nicht alle haben einen, weil die in einer guten Wohnsituation auch leben. Aber das zeigt die Dramatik auf. Es ist eben nicht ein Rand der Bevölkerung, die einen Anspruch haben und auch suchen nach preiswertem Wohnraum, sondern es ist mitten in der Gesellschaft. Insofern bin ich dankbar, dass Schwarz-Gelb in der Tat angefangen hat, in Düsseldorf vor dem Machtwechsel ein Wohnungskonzept zu setzen, 2020, gefördert und preisgedämpft. Wir haben das jetzt weiterentwickelt in der Ampelkooperation und haben gesagt, wir wissen, dass der Markt diese Preisdämpfung nicht richtig annimmt. Lass uns lieber auf dem Förderungssektor etwas mehr machen und haben jetzt sozusagen eine Spreizung dahin bekommen. Wird am Markt gut angenommen und ich bin relativ sicher, dass wir dann auch die Wohnungen, die wir brauchen, auch bauen. Es sind sehr viele Wohnprojekte in Düsseldorf, die gerade unterwegs sind. Aber das Dilemma ist, da reden wir ja gleich noch drüber, ländlicher Raum, da würde ich auch gerne noch mal ein Wort drüber verlieren wollen. Da müssen wir nämlich in der Tat ran, wir müssen auch da helfen. Ja. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben jetzt die beiden nennen Sie mal einmal Theoretiker aus Berlin gehört. Sie selbst sind im Planungsausschuss hier in der Stadt. Wie finden Sie das denn? Also ich finde es ganz spannend. Ich würde gerne mal hier darauf eingehen. Erstmal, dass natürlich Wohnungsbauunternehmer gerne Wohnungen bauen wollen, wäre schlecht, wenn nicht. Dann wäre erstaunlich. Fakt ist, dass Düsseldorf im Verhältnis zu anderen Großstädten eine relativ kleine Stadt ist. Wir haben mal gerade, glaube 215.000, 220.000 Quadratkilometer. Das ist relativ wenig. Wenn wir so groß wären wie München, dann würden wir fast reichen bis Grevenbruch. Würde uns sehr helfen. Das heißt, wir sind eine relativ kleine Großstadt. Dass viele hier hinziehen wollen, das ist eine gute Nachricht. Fakt ist natürlich, dass der Boden nicht mehr wird. Und insofern müssen wir darauf achten, auch aus der kommunalen Sicht, dass Qualität erhalten bleibt. Das heißt, wir wollen eben nicht, dass überall gebaut wird, dass nicht überall versiegelt wird, sondern wir haben uns vorgenommen gemeinsam, dass die Innenstadt verdichtet wird. Das ist übrigens ganz interessant, Innenbereiche zu verdichten. Also Sie sehen das von außen manchmal gar nicht, was es für Höfe gibt, die auch gar nicht so schön sind, wo man reinbauen kann. Wir wollen aber eben nicht die Stadt komplett zubauen, weil natürlich das Schöne und das, warum Menschen hierher kommen, wollen wir natürlich nicht zerstören. Auf der anderen Seite in der Tat, unserer Sicht ist das größte Problem, dass wir sozusagen die breite Mittelschicht, also wir haben auf der einen Seite Leute, die haben viel Geld und die haben natürlich auch in dem Markt kein Problem, was zu bekommen. In der Tat ist in dem Bereich sehr viel gebaut worden. Ich war immer überrascht, warum das gemacht wird. Also, aber wie dem kann jeder halten, wie Dachdecker. Ob das sich alles so gut vermietet, ist eine andere Sache. Auf dem anderen Bereich ist das Thema im sozialen Wohnungsbau. Aber das große Thema ist die breite Mitte, gerade junger Familien, die zu viel haben, um in den Sozialbereich zu kommen, die zu wenig haben, um mitzumachen auf dem Markt. Deswegen erstens das Handlungskonzept Wohnen so wichtig, dass wir zumindest 20% der Neubauten für diese Familien oder für diese Menschen in den Fokus nehmen, weil das macht natürlich eine Stadt auch aus, dass auch viele junge Menschen da sind. Also die Frage ist, wo wird gebaut? Mietpreisbremse sehen wir völlig anders, weil wir der Meinung sind, dass das alles umgangen werden kann. Sie werden die Schlichen und Tricks der Leute, dann verkauft irgendeiner seine Küche für einen anderen Preis, wissen Sie, klingt alles gut, Mietpreisbremse und alles, aber die Realität ist eine andere.
Noch ein Thema, was ich glaube, was von großer Bedeutung ist, gerade weil Düsseldorf nicht so groß ist, wäre die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden von enormer Bedeutung. Wenn ich Oberbürgermeisterin von Meerbusch, Erkrath, Ratingen, Mettmann wäre, da würde ich wesentlich mehr Gas geben. Denn die partizipieren ja auch in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Nähe zu Düsseldorf, natürlich auch von dieser Stadt. Ich wundere mich, dass da nicht so viel Bewegung ist, wie ich das machen würde, weil wir sind ein Gebiet und wir haben bei der Gemeindereform 1975 es ja nicht hinbekommen, dass Düsseldorf wächst, im Gegensatz zu Köln und andere Großstädte. Das wäre natürlich hilfreich und das ist nicht das Thema, die sollen draußen wohnen und die anderen drinnen, überhaupt nicht. Eine Entfernung von 6-7 Kilometern von Mettmann hier rein ist keine Entfernung, die eine Zumutung ist. Und da darf ich noch einen Satz sagen, was natürlich auch dazu gehört zu dem Thema, ist der öffentliche Nahverkehr. Ja. Also auch sozusagen die Ränder der Stadt so anzubinden, dass Leute eben ohne Probleme in die U-Bahn, in den Bus, in die Straßenbahn steigen könnten. Wir kommen in der nächsten Runde auch zu den ländlichen Regionen. Herr Freie. Wenn Sie das hören, Schwarmstädte ja fördern, damit mehr Leute Platz haben, oder was denken Sie darüber? Also wir sehen viele Probleme ganz ähnlich wie das, was eben gesagt ist. Ich muss mich allerdings zunächst entschuldigen. Ich habe von Essen vom Ruhrgebiet aus im Stau gestanden um diese Zeit. Aber an sich fahren Sie die richtige Richtung. Eine gute halbe Stunde länger gebraucht, als ich gedacht habe. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, tut mir leid. Auf jeden Fall, wir sehen viele Probleme relativ ähnlich. Und bemerkenswert ist ja, dass selbst in Städten wie Essen, die vor wenigen Jahren noch Prognosen hatten, dass sie sinkende Einwohnerzahlen haben, inzwischen wieder ein deutlicher Bevölkerungszuwachs ist und wir auch ein wirkliches Problem haben. Ich kümmere mich gerade ein bisschen darum, um einen Nachbarn, der lebt von Hartz IV, von Arbeitslosengeld II und muss eine neue Wohnung haben. Es ist nicht einfach. Ich bin im Aufsichtsrat der Allbau GmbH in Essen seit kurzem und ich habe jetzt da nochmal nachgefragt, ob die was machen können. Es sieht echt schwer aus, zumindest wenn man in der gleichen Gegend was sucht. Das ist Holsterhausen, also ein gut mittelständischer, gut bürgerlicher Stadtteil, kann man sagen, in Essen. Aber auch kein reicher Stadtteil, also überhaupt nicht reicher Stadtteil. Und da ist es echt schwierig, in der Gegend was zu finden. Wir suchen jetzt seit mehreren Wochen und es ist noch nichts Passendes da, weil einfach nichts im Angebot ist. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Selbst, wie gesagt, in Städten wie Essen, wo uns im Stadtrat, im Planungsausschuss, wo wir vor 5 Jahren eine Anfrage gestellt haben zur Situation des Wohnungsbaus und sehr umfassend Antworten auch erhalten haben von der Verwaltung, wo die Tendenz aber noch war, wir brauchen eigentlich viel im Sektor sozialer Wohnungsbau in Essen. Das hat sich innerhalb der letzten hat sich das drastisch geändert. Es gibt einen erheblichen Bedarf, gerade bei kleineren Wohnungen und bei preiswerten Wohnungen, die bezahlbar sind und die eben auch von einem Arbeitslosengeld II-Empfänger finanziert werden können, wo es sehr enge Grenzen gibt. In Essen liegt die bei 240, 250 Euro für eine Wohnung als Haushaltsvorstand. Was wir meinen ist, erstens, der Markt hat tatsächlich versagt. Sie haben es ja auch so gesagt, vorhin so formuliert. Der Markt hat versagt in den letzten Jahren. Wir brauchen mehr kommunalen Wohnungsbau. Dazu muss den kommunalen Wohnungsunternehmen aus unserer Sicht auch freie Hand gegeben werden. Wir haben in Essen zum Beispiel das ernsthafte Problem, dass die Allbau GmbH so hohe Gewinnabführungen an den städtischen Haushalt machen muss und so hohe Gewinnabführungen eingeplant werden, dass unser Geschäftsführer auch sagt, wir können gerne mehr machen, ich kann und will auch mehr machen, aber dann muss ich auch weniger abführen, ganz einfach in den Städten. Ich höre es, aber die Technik hört es auch und reagiert prompt und Sie kriegen ein neues Mikrofon. Ich werde aber in der Zeit weitermachen, wo Sie neu verkabelt werden. Das Engagement für die Schwarmstädte, die Sorge darum, mehr Menschen unterzukriegen in allen Ehren, aber lassen Sie nicht die ländlichen Regionen viel zu sehr verhungern. Warum macht man die ländlichen Regionen nicht attraktiv, damit die Leute dahin ziehen? Wäre das nicht der sinnvollere Weg, statt die Wohnungsnot in der Großstadt zu bedauern, den Wohnungsleerstand auf dem Land zu bekämpfen? Ja. Das liegt dran, wenn Sie den ganzen Block durcharbeiten, habe ich ein Problem. Ich bin aber schnell mit der Antwort fertig, glaube ich. Ja, da spielt natürlich die Psyche derjenigen, die hier in Düsseldorf wohnen und hier wohnen möchten, eine ganz große Rolle. Es gibt eine relativ große Gruppe derer, die sich zunehmend auch, wenn sie Familie gründen, hier in der Stadt nicht mehr angemessen versorgen können. Die werden quasi in die umliegenden Städte gedrängt. Das kann aber nicht Ziel der Übung sein. Also wichtig ist ja, dass wir hier
eine breite Schicht darstellen aller gesellschaftlichen oder der Gesellschaft insgesamt. Also wir wollen jetzt hier nicht nur die Ein- und Zwei-Personen-Haushalte haben, die sich hohe Mieten oder hohe Einkauf... Einkommen vor allen Dingen, es sind ja meistens die Jungen. Ja, sind auch junge Leute dabei, aber vergessen, also ein Thema wird uns, also ich sage jetzt mal ganz platt, volle Pulle treffen. Das ist die Altersarmut im Rahmen des demografischen Wandels. Das merken wir auch als Unternehmen, gerade dann, wenn wir Häuser auf neuesten Stand bringen und mit Mieterhöhung um die Ecke kommen, dann gibt es bei uns die klare Losung, keiner, der über 65 ist, Rente bezieht, muss wegen einer Modernisierung aus seiner Wohnung raus, weil die Miete nicht mehr bezahlen kann. Mhm. Weil das bedeutet in aller Regel, dass sie sich in der Stadt selber nicht mehr versorgen können und aus ihrem angestammten Viertel weg müssen. Dass nicht jeder bedient werden kann, wie er gerne möchte, es ist völlig richtig. Aber man muss natürlich an der Stelle auch ein Stück weit berücksichtigen, wie die einzelne Mieter derjenigen ist. Aber da bin ich auch in vielen Gesprächen auch mit politischen Vertretern. Klar ist, wir müssen die Städte und Gemeinden im Umfeld auch an der Stelle mit in die Pflicht nehmen. Das kann nicht nur Aufgabe der Stadt Düsseldorf sein, hier den Wohnraum zu bauen, den wir brauchen, um alle zu versorgen, sondern da bin ich völlig bei Ihnen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Stadt Meerbusch jetzt das erste Mal, glaube ich, seit über 10 oder 12 Jahren wieder einmal öffentlich geförderten Wohnungsbau anstößt. Die wollten die gar nicht, die genau. Sind gezwungen worden über einen Wettbewerb. Die haben auch keine Kindergärten gebaut. Also da ist das Thema völlig nach hinten geschoben worden. Die haben zwar auch gebaut, aber nicht in einem Segment, der vielleicht jetzt möglich oder nötig wäre, um auch das abzufangen, was wir hier nicht mehr darstellen können. Also wenn, dann geht das so gemeinsam. Aber Herr Zumbig, lassen Sie uns mal eben über die ländlichen Regionen sprechen. Da geht es ja gar nicht nur um Wohnraum, der ist ja satt und genug da. Es geht da um Infrastruktur, es geht da um Schulen, es geht da um Ärzte. Es gibt ja mittlerweile Programme, dass Ärzte besser bezahlt werden sollen, Lehrer besser bezahlt werden sollen, wenn sie sich in ländlichen Regionen niederlassen. Alleine online, also ein gescheites Internet zu haben. Unsere Kinder wollen ja beide frühzeitig das Haus verlassen, weil sie keine Videos hochladen können und die sind erst 14. Was wollen Sie denn da machen, damit genau diese Dinge, und da ist es völlig richtig, dass eine einzelne Stadt da die Zuständigkeit nicht hat, das muss der Bund ja auf dem Schirm haben. Ja. Diese Demografie, die fällt ja nicht vom Himmel. Ich habe jetzt noch nicht die Wertungen verstanden, als Sie gesagt haben, die Kinder wollen früher raus. Die wollen in die Stadt, die wollen in eine WLAN-Stadt. Ja, ist schon klar. Sie können zum Beispiel zu meinem Wahlkreisbüro kommen, da gibt es jetzt freies WLAN, das wäre schon mal die erste Abhilfe, zumindest stundenweise. Wir bieten auch gerne einen Kaffee und ein Wasser mit dazu. Genau, und am 24.09. schalten Sie das alles wieder an. Nein, wir haben 24 Monatsverträge gemacht, das geht gar nicht. Nein, also im Ernst, als die Bundeskanzlerin beim Ständehaustreff war, hat sie gesagt, auf die Frage hin, was ist ihr wichtigstes Thema, hat sie gesagt, was mich immer freut, weil ich im Digitalausschuss bin, die Digitalisierung, aber als erstes hat sie gesagt, die Unterschiede zwischen Stadt und Land anzugehen. Und das, was Sie beschreiben, ist ja richtig. Wir haben jetzt Förderprogramme, verschiedene gemacht mit 4,5 Milliarden, um das Thema Breitband in den ländlichen Raum zu bringen. Ich weiß, das wird jedes halbe Jahr von meinen Kollegen der Kreistagsfraktion aus Neuss dazu eingeladen. Das ist ein sehr reales Problem. Wir wollen weiter jedes Jahr 3 Milliarden in die Breitbandinfrastruktur investieren. Das ist der Wunsch meiner Partei, um hier endlich für einen vernünftigen Standard zu sorgen, und zwar Gigabit bis 2025. Zum Zweiten müssen wir überlegen, wie wir die Städtebauförderung in Zukunft weiterentwickeln. Wir haben bei der Städtebauförderung sehr häufig uns Stadtviertel angeguckt in den großen Städten, die eher von einer schwierigen Sozialstruktur waren. In Düsseldorf waren es, glaube ich, Rath und Wersten, wenn ich mich nicht ganz irre, zuletzt. Und wir müssen, glaube ich, diese Programme ein Stück umstellen und uns gerade auch die umliegenden Gebiete angucken. Denn unabhängig von der Frage, wo die Leute wohnen, wir haben jeden Tag in Düsseldorf 250.000 Einpendler. Und das bedeutet, dass sehr viele Menschen ihren Job, ihren Mittelpunkt, ihren Arbeitsmittelpunkt in Düsseldorf haben, aber irgendwo drumherum leben. Und wer sich heute die Lagen anguckt, die auch ein bisschen weiter entfernt sind als Meerbusch, der ist manchmal erschrocken, wie wenig da noch los ist. Und da müssen wir aber auch die privaten Initiativen mit einbeziehen und wieder für mehr Lebensqualität sorgen. Und das Letzte ist natürlich der öffentliche Nahverkehr. Ich bleibe hier auch mal bei dem Beispiel, wenn Sie sich mal angucken, wie wenig Züge von Krefeld nach Düsseldorf fahren morgens, dann ist es ja gar kein Wunder, dass die Leute mit dem Auto kommen müssten. Der Andreas Rimkus und ich haben als Erfolg immer mitnehmen, als Trophäe vom Bundesverkehrswegeplan 2 Milliarden bekommen, um den Rhein-Ruhr-Express zu bauen, der eine deutliche Steigerung auch der Kapazität, aber auch der Qualität mit sich bringt und vielen Leuten dann auch die Möglichkeit gibt, vom Auto auf den Zug umzusteigen. Das muss aber, und ähnliche Strukturen müssen jetzt auch in die kleineren Städte drumherum, die jetzt nicht auf dieser Hauptachse angebunden sind, gemacht werden. Herr Rimkus, die ländliche Region, die liegt Ihnen auch am Herzen.
Ja, absolut. Aber erstmal ein Wort vorneweg, weil Sie so gesagt haben, die beiden Herren wären sozusagen Theoretiker. Ob das für den Thomas zutrifft, weiß ich nicht, aber bei mir stimmt es auf keinen Fall. Denn bevor ich im Bundestag gekommen bin, war ich im Düsseldorfer Stadtrat für die SPD-Ratsfraktion der wohnungspolitische Sprecher und bin heute noch ehrenamtlich unterwegs. Ich bin Mitglied im Vorstand des Mieterbundes Nordrhein-Westfalen und insofern ganz, ganz nah bei den Problemen auch dran. Und auch hier gibt es gute Konzepte und auch eine gute Zusammenarbeit auch mit der Wohnungswirtschaft. Wichtig ist dafür zu sorgen, dass der Ausgleich da ist. Es ist klar, ich meine, wir brauchen Breitbandausbau. Ist ja logisch, weil uns die Firmen, die Hidden Champions, ja überall sagen, wenn wir kein Breitband haben, dann können wir die Aufträge nicht bearbeiten, dann verlieren wir die Arbeitsplätze, wir kriegen keine Ansiedlung. Das ist absolut notwendig. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile auch klar, dass wir das auch wirklich brauchen. Neben dem Ausbau der Mobilität, dafür zu sorgen, dass es eben eine Attraktivität gibt, auf Bus und Bahn umzusteigen, bedeutet eben auch schnelle, gute Verbindungen zu haben. Es gibt andere Räume in Europa, die viel so ähnlich sind wie das Rheinland, die wie selbstverständlich Dinge einfacher anbieten. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, dass ich zwei Tickets brauche, um nach Köln zu kommen. Es ist die Frage, wie oft will ich nach Köln? Düsseldorfer sind da nicht so häufig, ja. Aber wenn ich da hin will, brauche ich zwei Tickets. Dann habe ich ein VR-Ticket, ein VRS-Ticket. Ja, das ist schwierig zusammenzupacken, ist auch relativ teuer. Wenn die Leute wüssten, dass es viel einfacher ist, ein DB-Ticket zu nehmen, übrigens auch viel günstiger ist, in der Tarifstruktur, dann merkt man schon, wir haben hier ein riesengroßes Problem. Im Ruhrgebiet, Essen ist nun mal wirklich umgeben von vielen, vielen Städten, da ist es gar kein ein kommunaler Bereich, sondern wir müssen einfach darüber hinaus denken. Was mir aber wichtig ist, deutlich zu machen, ist, wir müssen helfen, dass diejenigen, die sich eben nicht selbstständig versorgen können am Wohnungsmarkt, und das ist eine zunehmend größer werdende Menge an Menschen, die ziehen in die Städte hinein, weil sie die Versorgung hier bekommen. Ich kenne unwahrscheinlich viele ältere Menschen, die sagen, na ist doch klar, wenn die Kneipe nicht mehr da ist, dann ist irgendwann der Drogeriemarkt weg oder er macht insolvent. Ne? Also das war ja die mit den Nachverwertungen, der Schlecker, der da gewesen ist. Alle sind jetzt raus. Jetzt ist auch noch der Doktor nicht mehr da. Ja, ich werde alt, ich suche eine Möglichkeit, nah an Kultureinrichtungen zu kommen, an Pflegeeinrichtungen zu kommen, also ziehe ich in die Stadt. Sagen mir unwahrscheinlich viele. Gleichzeitig sagen mir junge Leute, ich will aber dahin gehen, wo ich Chancen habe, wo die Hochschulen sind, wo ich ausgebildet werde, wo ich mich ausprobieren kann, wo die Start-up-Szene besonders gut ist, weil ich mich präsentieren will mit meinen Ideen und ich will meine Zukunft bilden. Und da müssen wir, glaube ich, nachlegen. Wir müssen deutlich machen, dass es möglich ist, einmal in die Städte gut hineinzukommen, aber gut ist, auch wieder hinauszukommen. Und das in einer Pendelsituation, dass die alle nicht auf dem Auto festhängen, auf den Straßen. Das kann man sich hier in Düsseldorf wunderbar angucken. Aber die Prosperität Düsseldorfs als wirkliche Metropole im Rheinland darf nicht dazu führen, dass wir sozusagen sagen, wir müssen jetzt hier alles abbauen, sondern die interkommunale Zusammenarbeit. Gibt ein Beispiel. Im Duisburger Süden gibt es sicherlich Möglichkeiten, Wohnungsbau anbieten zu können. Das ist gar nicht mal weit weg, das grenzt ja sofort an Düsseldorf. Aber wir haben Probleme, die Infrastruktur hinzubekommen. Wenn wir da Straßen bauen wollen, sagt Duisburg, wir sind klamm, wir können das nicht. Also könnte man vielleicht sowas wie Umlandgemeinden gründen, also ein bisschen größer denken, um dann einen Ausgleich zu bieten. Frau Strack-Zimmer hat richtigerweise gesagt, und die haben ja auch keine Kitas gebaut in Meerbusch. Warum nicht? Ja, weil sie gesagt haben, wir kommen schon irgendwie zurecht, die können ja in Düsseldorf alle sozusagen in die Kita gehen, die Kids. Nee, genau da muss der Ausgleich her, deswegen hart verhandeln. Thomas Geisel macht das. Es hat mal einen Oberbürgermeister in Düsseldorf gegeben, der hat gesagt, naja, wer Düsseldorf nicht leisten kann, der soll halt wegziehen. Und er hat vom Ruhrgebiet gesagt, da will er nicht tot über den Zaun hängen. Mit solchen Sprüchen wird eine Nachbarschaft nicht gefördert, sondern dann passiert genau das. Dann sagen die alle nein. Wir haben das gelassen gesehen in Essen, weil wir wissen ja, was wir in Essen haben. Ja, aber das ist nämlich der Punkt, weil Essen ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe da selber auch Verwandtschaft. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, da hinzugucken. Ein Ausgleich organisieren bedeutet eben auch zu investieren, neben Breitband vor allen Dingen in die Wohnungsbauförderung. Thomas, mit Verlaub, aber ihr habt in der schwarz-gelben Regierungszeit habt ihr die Mittel für die soziale Stadt extrem runtergefahren, ja, auch die Wohnungsbaumittel. So, ja, du hast doch gesagt, wir müssen das entwickeln. So, jetzt sind wir gerade dabei, wir haben es jetzt unter Schwarz-Rot, haben es jetzt wieder angepasst auf den alten Stand. Wir müssen da noch viel, viel mehr machen. Es ist einfach klar, die Leute können das nicht mehr alleine. Die sind darauf angewiesen, dass der Staat hilft und das sollten wir auch tun. Frau Strack-Zimmermann, ich versuche gerade zu deuten, wann Sie genickt und wann mit dem Kopf geschüttelt haben. Ja, weil da so alte Kamellen kommen, die ja keine Socke interessiert. Denn hier sitzt ja die große Koalition. Danke, das ist die digitale Zukunft, beginnt ja nicht gerade heute Abend. Das oder mit der in vier sozialen Wochen, Stadt hat mich sondern die hat bereits begonnen und da hätte man natürlich schon was tun können. Aber
ist. Deswegen kommen wir ja jetzt auch wieder, um das zu verändern. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ich glaube, ein wesentlicher Moment, um ein Land, um das Land wieder attraktiv zu machen, wird die Frage sein, wie weit finanziert der Bund oder unterstützt der Bund Städte, Gemeinden und Landkreise. Da passiert so gut wie wenig, um es mal so zu sagen. Gehen wir in den Kindergartenbereich. Es werden Auflagen gemacht, Kinder ab einem Jahr. Wir müssen Schulen renovieren, wir müssen Schulen bauen. Die Menschen gehen dorthin, gerade junge Familien, wo eine Infrastruktur da ist. Und wenn die nicht da ist, gehen sie nicht mehr dahin. So ist das. Da kann in der Tat, könnte Berlin, das Geld ist da, die Kommunen unterstützen und sagen, so, wir machen nicht nur die Gesetze, Kinder ab einem Jahr und Schule und so weiter, sondern wir finanzieren das 100%. Fakt ist, dass es nicht ausfinanziert ist. Fakt, es müssen die Städte, Gemeinden machen. Wir in Düsseldorf sind da noch relativ gut, weil wir gut gewirtschaftet haben. Andere Städte gerade, wenn ich Essen mal als Vergleich nehme, auch von der Größe her, ist in einer völlig anderen Situation. Und das wir können das Land nur attraktiv machen, auf der einen Seite, wenn die Infrastruktur wieder entsteht. Also Sie sagen, Wohnen kann man, Schule, Kindergärten. Und ich glaube, was das Land oder was ländliche Gebiete, ich meine, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen von Land sprechen und ich würde jetzt sagen, jetzt fahren wir beide mal durch Mecklenburg-Vorpommern, dann wissen wir, dass Land nicht gleich Land ist. Und hier in Nordrhein-Westfalen, dass kleinere Wohneinheiten wieder große Chancen haben, sehen Sie ja schon, dass selbst Stadtteile ihre eigene Identität haben. Und zur Identität gehören Plätze, in denen man sich aufhalten kann, wo man einkaufen kann, wo ein Arzt ist, ist ein Apotheker. Das sind die Dinge, die Menschen wollen, in einer Neudeutsch-Community zu leben. Und da spielt natürlich der Staat nur insofern eine Rolle, als dass er finanziell unterstützt. Aber zu regeln, wo wer wohnt, es hat ja keiner, ist ja morgens aufgewacht, hat gesagt, jetzt mal alle in die Stadt. Jetzt wachen wir wieder auf und sagen, husch, husch, zurück. Hier in Düsseldorf, auch hier in dieser Gegend, wohnen unvorstellbar viele Familien, die lieber kleiner wohnen, aber hier bleiben. Ja. Und so gesehen ist der Bedarf da. Aber ich glaube in der Tat, auch wenn man nach Krefeld guckt als Beispiel, Krefeld zieht wieder sehr an, weil man dort eben für geringere Preise mieten kann. Und wenn ich eins noch hinweisen darf, ist auch das Thema Eigentum erwerben. Es wird den Menschen unglaublich schwer gemacht. Wir erzählen den jungen Leuten immer, kauft, kauft, damit er im Alter mietfrei wohnt. Losgelöst von den Preisen, die Familien gar nicht mehr bezahlen können, wenn Eltern nicht helfen, völlig jenseits von Gut und Böse, wird es eben auch nicht attraktiv gemacht, Eigentum zu erwerben. Und gegebenenfalls, wenn man älter wird und die Wohnung zu klein ist, sie mit einer Familie zu tauschen, die gerne einen anderen Wohnraum hätte. Also es gibt super viele Ideen, dem steht überhaupt nichts im Wege. Man muss es nur umsetzen und Herr Schäuble muss in Gottes Namen das Geld in die Hand nehmen. Und gerade wo Sie auch von Eigentum sprechen, wenn wir uns die Preise angucken, die Düsseldorf, Köln und auch Münster aufrufen für Eigentum, ja, dann muss auch mal lange für stricken, da kommt eine Familie nicht dran. Herr Freie, wie sehen Sie das? Bitte? Wie sehen Sie das mit den ländlichen Regionen, ob die zu kurz kommen? Ich wollte ganz gerne nochmal anknüpfen an dem, was Sie gesagt haben gerade. Ich halte das für überhaupt nicht das große staatliche Problem, Eigentumsförderung zu betreiben in der gegenwärtigen Situation. Ich war gerade in Wien zum Beispiel, habe mir dort den sozialen Wohnungsbau angeguckt. Das war eine Bildungsreise der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wien sagt die Stadt, das ist Stadtpolitik, sagt, wer Eigentum haben will in Wien oder womöglich ein Einzelhaus, der soll das halt finanzieren. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Metropole in Wien öffentlich Wohnraum zur Verfügung zu stellen und Preise nach unten zu drücken, Mietpreise nach unten zu drücken oder unten zu halten. Und das ist die städtische Aufgabe, das ist die Aufgabe auch des Landes, das zu fördern, aber nicht Eigentumsförderung. Das ist der Unterschied zwischen Essen und Düsseldorf. Sie haben 3 Milliarden Schulden, wir haben im Kernhaushalt keine Schulden. Ich rede gerade nicht von Essen, sondern von Wien. Wien hat, soweit ich weiß, relativ wenig Schulden. Und Wien ist, und das ist das Interessante, eine der wenigen Metropolen in der Welt, wo die Mietpreise einigermaßen im Zaum gehalten sind, und zwar deswegen, weil dort ein Wohnungsbestand der Stadt ist von rund 50% immer noch, über 50% Wohnungsbestand in städtischer Hand oder in genossenschaftlicher Hand. Und das ist der Grund, warum dort eine Situation ist, wo, wie gesagt, das kein Riesenproblem ist mit den Mieten. Die Wohnungen sind relativ klein, das ist so, aber es nehmen eben sehr viele dann angesichts der Bedingungen in Kauf. Und zu der Frage nochmal mit Schwarmstädten und Land, das ist ja gar nicht eine Entscheidung, die jeder einfach frei treffen kann, sondern entscheidend auch für die Frage der Zuwanderung wieder nach Essen war natürlich, dass es in Essen Arbeitsplätze gibt. Wir haben verschiedene Firmen, die Krupp-Zentrale, Krupp-Thyssen-Zentrale ist wieder nach Essen gezogen. Sie wissen das in Düsseldorf vielleicht auch schmerzlich. Sie war ja hier eine Zeit lang. Nein, die haben bei uns keine Gewerbesteuer gezahlt. Die haben nämlich ihre Verluste abgeschrieben. Das zahlen sie bei uns auch nicht viel. Haben wir sie ziehen lassen. Ja nur, die machen ja nur Verluste, das ist richtig, im Augenblick jedenfalls. Aber dadurch sind natürlich viele Arbeitsplätze nach Essen gekommen, rund
1500. Und das ist eigentlich der Grund für die Entwicklung, warum auch wieder viele Leute dorthin ziehen wollen. Wir meinen, dass, ganz kurz nochmal, ich war vorhin ja noch nicht ganz fertig, erstens kommunaler Wohnungsbau, der muss gefördert werden. Zweitens, wir brauchen eine Diskussion um eine neue Gemeinnützigkeit. Das ist eine Initiative, die wir auf Bundesebene jetzt auch ergriffen haben, Konzept erarbeitet haben. Damit meine ich nicht, dass wir eine neue Heimat brauchen, die dann irgendwie weltweit versucht, Geschäfte zu machen und damit grandios scheitert, sondern damit meine ich eine Vergünstigung für die Schaffung öffentlichen Wohnraums eben oder sozialen Wohnraums, und darüber meine ich jedenfalls müssen wir diskutieren. Und ich glaube, so lösen wir einen Teil der Probleme, und was das Umland angeht, brauchen wir einfach Planungsgemeinschaften, gerade im Ruhrgebiet. Da müssen sich Städte zusammentun, auch schon deswegen, weil die Grundstücke oft das Problem sind, dass man gar nicht das an preiswerten Wohnungen bauen kann, was man will. Die Grundstücke fehlen zum Teil, das Umland hat sie, also muss man zusammenarbeiten und gemeinsam planen. Herzlichen Dank. Ich hatte eingangs ja gesagt, dass Sie natürlich gerne Fragen stellen können, Anmerkungen machen, und wir sind ja auch in der ganzen Welt zu sehen. Mirja beobachtet das. Sagt denn da jemand was zu uns? Ja, es sind tatsächlich schon einige Fragen eingegangen. Der User mit dem Namen Sozi65 im Hummels hat gerade die Frage gestellt, die sich direkt an Herrn Hummels wegrichtet. Oh. In vielen Städten müssen sich Wohnungsunternehmen, die bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, mit den Verwaltungen der Städte und Kommunen herumschlagen. Wie sieht das in Düsseldorf aus? Ja, man muss natürlich aufpassen, man ist den Namen Rathaupt. Wer weiß, wer dahinter steckt. Ja. Also, unzweifelhaft, und damit plaudere ich auch kein Geheimnis aus, sind natürlich die Genehmigungswege und die Genehmigungszeiten gerade im Zuge von Baumaßnahmen extrem lange, viel zu lange. 3000 Wohnungen sollen es ja hier im Jahr werden, laut Rathauschef. Wir sind gerade mal bei der Hälfte, und ich, so viel Fantasie habe ich nicht und viele meiner Kollegen auch nicht, dass das auch nur annähernd geschafft wird. Nicht mit der Struktur, die hier in der Stadt vorhanden ist, das ist eine Thema. Und es werden natürlich immer mehr Hürden aufgebaut, die uns das Bauen schwerer machen. Also jetzt nicht nur die energetische Geschichte, die ist aus meiner Sicht abgehakt. Da hat die EU in Brüssel einen Flock eingeschlagen. Da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Es sind hausgemachte Probleme. Alleine wenn ich an das Thema Umweltschutz im Wohnungsbau, TA-Lärm ist ein spezielles Ding, aber das führt dann dazu, dass man hier in Düsseldorf an Stellen keinen Wohnungsbau betreiben darf, wo in der gleichen Straße, ich sage jetzt mal 150 Gebäude zur Wohnnutzung stehen. Da wird einem dann gesagt, an dieser Stelle ist Wohnen nicht zumutbar. Mhm. So, also wir machen uns das Thema selbst schwer. Und dann gab es eine tolle Initiative mit den urbanen Gebieten, bin ich völlig bei Ihnen. Aber bitte, dann füllen Sie das ganze Thema mit richtig Leben. Solange da nicht Druck drauf kommt, ist das ein schönes Wort, ist das ein tolles Instrument, aber es wird nicht funktionieren. Also in der Anwendung sehe ich da erhebliche Schwierigkeiten. Herr Remkus, Sie wollten was sagen dazu. Ja, in der Tat, weil wir dafür gesorgt haben im Laufe der letzten und jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode, dass wir insbesondere bei der Versöhnung des Sports und des Wohnens was gemacht haben. Ich weiß, dass Sie das wissen, Herr Hummelsbeck, ja. Nämlich die Salvo verbessert, ein fürchterliches Wort, Sportanlagen-Lärmschutzverordnung. Bis dato war es tatsächlich so, dass Sportanlagen als schwörend empfunden werden konnten. Man konnte dagegen klagen, übrigens konnte man auch gegen Kindergärten klagen, also gegen Kinderlärm und solche Geschichten. Mhm. Ich sage ja immer, Kinderlärm ist Zukunftsmusik, also eigentlich müsste man mit anders umgehen, auch gesellschaftlich anders. Das haben wir geschafft, weil was da hart gestellt war, auf dem Verordnungsweg. Und in der Tat, das urbane Gebiet soll ja im Prinzip Mischform möglich machen, Manufakturbetriebe im Wohnen integrieren, die Grenze zur Industrie eben anders setzen. Da sind wir noch am Anfang. Und ich finde das interessant, dass Frau Strack-Zimmermann auch sagt, ja, da muss Schäuble mal die Schatulle aufmachen. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Es hört sich alles toll an, was wir haben. Wenn dahinter aber kein Geld liegt, kann das nicht mit Leben gefüllt werden, weil diejenigen, die das machen wollen, nämlich die Wohnungsunternehmen und auch die Gebietskörperschaften, die brauchen die Ausstattung. Und deswegen macht es Sinn, dass wir zum Beispiel, wir haben ja über Fragen von Zukunft gesprochen, dass wir im Bildungsbereich dafür sorgen, dass auch im ländlichen Raum wieder Schulen sind. Also weg mit dem Kontrahierungsverbot. Der Bund darf ja nicht mitfinanzieren. Was soll das eigentlich? Ist unter Schwarz-Gelb als Flanke gesetzt worden. Wir setzen das jetzt wieder zurück in der nächsten Legislaturperiode. Wir wollen, dass der Bund wieder mitfinanzieren kann in den wichtigen Aufgaben, dass die
Kathedralen der Städte nicht die Finanzhäuser sind, sondern die Wohnungen und vor allen Dingen die Schulen. Also dieses komische Wort, um das zu erklären, bedeutet, der Bund darf nicht direkt an die Kommunen bezahlen, sondern es geht über das Land. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat bedauerlicherweise unter Rot-Grün ganz besonders mit klebrigen Fingern fast nichts weitergegeben. Was nicht stimmt, die Wohnungsbauförderung ist sogar nicht nur 1:1 weitergegeben worden, sondern eben noch verstärkt worden. Das ist absolut unrichtig, was Sie sagen, Frau Dr. Stein-Zimmermann. Doch, es ist unrichtig. Nordrhein-Westfalen war immer und gehörte immer unter Rot-Grün zu den Vorbildländern in dem Bereich. Aber Sie haben Preise aufgerufen, die im Land gleich waren wie in Städten. Und das ist das Problem, weil hier natürlich der Grund und Boden ein anderer ist als in... Wir haben noch 10 Minuten, da dürfen Sie nicht bräsig sein miteinander. Ja, wissen Sie, wenn Sie sich nicht entscheiden können, dazwischen nehmen Sie einfach die Union. Wir haben nämlich manches Gute gemeinsam mit der FDP gemacht, nämlich den Kinderlärm zu privilegieren, dass das kein Klagegrund mehr ist, und gemeinsam mit den Sozialdemokraten die gleiche Regelung auch für den Sportlärm geschafft. Das war ein gutes Gemeinschaftswerk, man darf es nicht übertreiben. Und wir haben alle zusammen, und deshalb wundern mich manchmal die Beiträge, alle zusammen über eine Grundgesetzänderung, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit, haben wir das Kooperationsverbot beschlossen. Und das war der Wunsch der Städte, die nämlich gesagt haben, dann kommt immer Herr heute ist es Schäuble, wer auch immer früher Per Steinbrück, da kommt der Finanzminister und der macht ein schönes Projekt und dann müssen wir vor Ort genau das umsetzen und nur dafür gibt es Geld und für nichts anderes. Und deshalb hat man damals die gesamte kommunale Finanzierung so verändert, dass die Kommunen frei sind, selber Prioritäten zu setzen. Muss man sich überlegen. Ich bin da persönlich ehrlich gesagt leidenschaftslos, wenn das der Wunsch ist, dass man eben wieder die Mittel so zweckgebunden aus Berlin bekommt, dass man dann vor Ort auch keine Entscheidungsfähigkeit hat, sondern nur diese Programme am Ende machen kann. Gerade in den finanziell schwächeren Gemeinden, auch wenn man Richtung Ruhrgebiet guckt, okay, wenn das der Mehrheitswunsch ist, okay, aber ich sage nochmal, es haben alle mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Wichtigster Punkt, glaube ich, hat Herr Hummelsbeck recht, das Tempo der Genehmigung muss steigen. Ich habe einen Anwohner, der hat sich beschwert, weil er nach 12 Monaten noch keine Genehmigung bekommen hat, einen neuen Müllkasten zu bauen. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, dafür eine Baugenehmigung zu erteilen. Da möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn Sie noch in so einem Mischgebiet anfangen wollen, das zu bauen. Es gab vielleicht wichtigere Aufgaben für die Bauverwaltung. Wir reden über Wohngebiete. Ja, aber sorry, also dass es solche Verwerfungen gibt, ist natürlich Banane. Aber ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen hier für die Bauverwaltung. Wenn eine Stadt derart abgeht wie Düsseldorf, ist es erstmal, muss es abgearbeitet werden. Wir haben hohe Auflagen, feuerpolizeilich. Übrigens an der Stelle hakt es besonders. Ja, Grüße an die Feuerwehr. Und das ist ja auch ein Thema, was wichtig ist, denn bei uns brennen Gott sei Dank keine Häuser ab, Menschen kommen. Ich wollte das nur sagen, weil das immer so im Raume steht. Ja. Wachsende Städte brauchen auch das Fachpersonal, können nicht da irgendeinen mit Verlaub Dödel hinsetzen, der da mal Baugenehmigungen kontrolliert. Also so profan ist es nicht. Ja, aber jeder, der in seinem Leben einmal gebaut hat, kriegt beim Begriff Brandschutz schon Flecken im Gesicht. Ja. So ist es. Deswegen habe ich auch nie gebaut. Die Schmerzen. Ja. In dem konkreten Fall war der Mitarbeiter von ein anderes Projekt abgezogen. Okay. So. Wir schalten wieder zu Aktenzeichen XY. Gibt es weitere Hinweise aus dem Land? Ja, ein User erkundigt sich nochmal nach dem Bündnis für genossenschaftliches Wohnen in Düsseldorf und fragt, wie trägt das Bündnis, das vor kurzem unterschrieben wurde, zur Bezahlbarkeit von Wohnungen in Düsseldorf bei? Wer weiß was? Frau Strack-Zimmermann, Sie? Nein, ich wollte nur sagen, dass das eine super Idee ist, weil genossenschaftliches Wohnen unglaublich viel Sinn macht, weil auch der Bezug zu dem, dort wo man lebt, ein besonderer ist, aber auch die Genossenschaften werfen heute andere Preise auf den Markt, als das noch vor Jahren war. Das heißt, so ein Bündnis macht Sinn, ändert aber nichts an der Preisspirale und insofern wissen Sie vielleicht, also was da hinten noch bei rauskommt. Aber es hilft mit, in der Tat, das Bündnis aus politischer Sicht zumindest hilft mit, dass wir jetzt auch Flächen, die frei sind, in der Nachverdichtung mitsetzen können. Also sind die Genossenschaften in Düsseldorf, wie ich finde, vorbildlich. Ich wohne selber genossenschaftlich, habe da mal einen Gau erlebt, da sollte nachverdichtet werden, Untergang des Abendlandes, weil die Leute wollten von ihren 40 Meter tiefen Gärten 10 Meter abgeben, hat man Abstand von genommen. Jetzt hat man gesagt, wir verkaufen die Häuser davor, weil die zu teuer sind, sie übrigens also barrierefrei zu machen, ist auch ein Megathema, wie ich finde, also für die älter werdende Bevölkerung. Und haben die dann gesagt, nee, hör mal, wir können das kaufen, aber 40 Meter tiefe Gärten kann ich mir nicht leisten, 10 Meter würden reichen. Das heißt, sie müssen immer gucken, welche Motivation ist vor Ort. Und ich weiß, dass die Genossenschaften und die Unternehmen, die Bestandshalter sind, hier in hervorragender Weise zusammenarbeiten mit der Stadt. Zumindest weiß ich, dass sie investieren wollen und das im besten Sinne des Wortes. Ja, glücklicherweise. Also ich will da mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten.
Die Genossenschaften sind unter den bestandshaltenden Unternehmen nicht die, die voranmarschieren, wenn es um Neubau geht. In Düsseldorf glücklicherweise anders. Aber das ist häufig ein Closed Shop bei den Genossenschaften. Ja. Das ist aber von den Mitgliedern so gesteuert. Die sagen, wir wollen gar keine neuen dabei haben. Dann werden da irgendwelche Sozialwohnungen gebaut. Die werden dann bei uns Mitglieder. Das möchten wir alle nicht. Wenn man da zwei Minuten, ganz wichtiger Punkt, den habe ich extra heute mitgenommen. Ich habe eben das Wort Ulmer Höhe gehört, Bebauung. Ein ganz wichtiges Instrument, wenn es darum geht, Bauland zu aktivieren, dann sind zwei Akteure da ganz vorne mit dabei. Das ist in Nordrhein-Westfalen der BLB, genau. Und das ist die BIMA bundesweit. Wenn aber da so agiert wird, wie es jetzt an der Ulmer Höhe geschah, wir haben uns dort mit bestandshaltenden Düsseldorfer Wohnungsunternehmen engagiert, beziehungsweise wir haben uns beworben, dort weiter mit dabei zu sein, Genossenschaft, kirchliches Wohnungsunternehmen und die städtische. Wir sind dann nach der zweiten Runde, nachdem der Einstiegspreis lag bei 16 Millionen oder 17, spielt jetzt auch keine Rolle, ging in der nächsten Runde auf den Mindestpreis von 26 Millionen für das Grundstück hoch. Es gibt kein gesichertes Baurecht, es gibt nur eine jede Menge Dinge, die dort zu beachten sind und die auch Fußangeln bedeuten. Wir sind nach der zweiten Runde rausgeflogen mit einem lapidaren Satz, es gibt so viele Mitbewerber, dass wir sie leider nicht mehr berücksichtigen können. Sprich, da muss einer noch sowas von mehr geboten haben. In Anbetracht der Tatsache, dass dort studentisches Wohnen gefordert wird, dass dort öffentlich gefördertes Wohnen gefordert wird, es muss eine Baugruppe installiert werden, es muss die Kapelle wieder hergerichtet werden, all diese Dinge. Und wir haben mit den Kollegen zusammengesessen und gesagt, so viel Fantasie haben wir nicht, dass wir in solche Preisregionen durchbrechen. Und der BLB hat gefordert, dass die, die dort antreten, Nachweise bringen, dass sie geförderten Wohnungsbau in einem entsprechenden Umfang in den letzten Jahren realisiert haben. Das heißt, wer da kommt, der muss Ahnung haben. Ich frage mich und wir alle fragen uns, wer jetzt in dieser Stadt hier baut und die Möglichkeiten an. Also dieses Steuerungsinstrument der Landesunternehmen und der Bundesunternehmen, die muss man mal packen. Dann haben wir nämlich eine ganze Menge mehr Möglichkeiten hier über Konzeptvergaben und nicht zur Höchstpreisvergabe, ja. Genau, diese, ja. Genau, ja. Genau das zu bauen, was hier ja. Nötig ist. Also da ist das Land mischt da mit, oben an der Bergischen Kaserne in Düsseldorf, hängt der Bund mit drin, die werfen Preise auf, wo nicht mal eine Kommune, selbst wenn sie wollte und sagt, wir kaufen das, wir entwickeln das, kann überhaupt keiner mitmachen. Und dazu beim landesbaueigenen Betrieb kommt noch dazu, dass da offensichtlich so viele Schnarchnasen sitzen, die nicht mal in die Gänge kommen. Das kommt ja noch dazu. Ich war nicht bei diesem Verfahren dabei. 20 Leute am Tisch bei dem Werkstattverfahren, wir waren da und tote Hose. Sehr geehrte Damen und Herren, in Anbetracht der Tatsache, dass gleich um 18 Uhr die Kollegen in Niedersachsen live aufschalten, das ist ja hier wirklich wie im richtigen Leben, möchte ich doch trotzdem dieses mitunter traurige Thema heiter beenden mit Ihnen. Sie alle dürfen sich, für egal, also wir reden da nicht über bezahlbares, sondern über unbezahlbares Wohnen. Angenommen, Sie hätten alles Geld der Welt und an der Stadt oder in einem Ort, wo Sie wollen, wo würden Sie gerne bauen und wohnen? Und es gibt keine Genehmigungsverfahren. Trotz Genehmigungsverfahren habe ich Mansarden in Goldsheim umgebaut und habe jetzt 10 cm starke Dämmschutzwände für die Akustik, deshalb kenne ich die TA-Lärm, und Fireboard 90 Platten gegen den Brandschutz, und damit hat das Projekt leider seine Wirtschaftlichkeit verloren. Ich habe es trotzdem sehr gerne gemacht und bin damit einer, der neuen Wohnraum hier auch geschaffen hat, und da fühle ich mich wohl, das finde ich gut und da möchte ich bleiben. Sie hört doch keiner, wenn Sie mal rufen von drin. Ne? Herr Rimkus, was mit Ihnen? Also ich würde... Ich komme aus Bilk, da lebe ich am Aachener Platz. Münchner Straße ist ziemlich laut, das ist so diese Einfallstrecke da von der Autobahn in die Stadt hinein. Da würde ich einen Deckel drauf machen, auf dem Deckel würde dann Wohnraum entstehen. Das Ganze in einer Art und Weise. Das haben wir gefordert, das wollte das die Ganze, SPD hier das Ganze in einer Art und Weise, so dass es möglich wird, sozusagen Lärmschutz zu bieten, gute Wohnsituation zu bieten. Das kennen wir zum Beispiel auf der A46, da ist ein Deckel gemacht worden, das kennen wir hier am Rhein-Ufer-Tunnel. Das sind so Möglichkeiten, wo ich mich gerne für einsetzen will. Ich glaube auch, dass es möglich ist, weil hier kann man dann sozusagen die Verkehrstrasse, die eh schon da ist, eine Einfachnutzung hat, kann man in eine Doppel- und Dreifachnutzung führen. Und insofern
Sollte das wirklich der Fall sein, dass die Düsseldorfer Sozialdemokratie das nicht gewollt hat, dann ist das ein guter Hinweis, weil ich bin ja hier auch Parteivorsitzender. Dass, genau. Greifen Sie mal durch, Herr Riff. Genau gucken, das wer das dann kriegt, das nehmen wir gerne mit. Nee, weil das ist ja klar, der rare Raum, den wir haben, das würde ich gerne machen. Jetzt müssen wir weitermachen mit Blick auf die Uhr. Was mit Ihnen? Was würden Sie bauen? Ich wohne hier in der Nähe, da würde ich auch gerne bleiben. Das ist ein altes Haus. Wir können da keinen Fahrstuhl einbauen, weil da ein Lichtschacht ist. Und baugenehmigungsmäßig ist es nicht erlaubt, weil unten im Lichtschacht sozusagen eine Wohnung erweitert wurde und man darf nicht über Wohnungen Fahrstühle fahren lassen, als ob der jeden Tag runterfiele. das würde ich machen, weil man dann wüsste, man käme auch noch hoch, wenn man um die 100 würde. Das würde ich aber gerne werden. Aber es gibt doch diese Treppenlifter, geht das nicht? Ein Treppenlifter. Da braucht man weitere Treppenführerscheine. Ja, ich sehe das immer in der Prisma-Zeitung, so ein Treppenlifter. Und da sitzen immer Leute drauf. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber Frau Neu, Sie haben Verständnis, Zeit. Dass das tönt mich jetzt nicht wirklich an, so auszusehen. Gut, dann geben wir direkt weiter. Oh ja, das ist aber jetzt ein Sprung. Ne? Also für mich selber wünsche ich gar nichts. Ich wohne wunderschön im ländlichen Stadtteil Lörrick, direkt bei Meerbusch. Habe auch jeden Tag ordentlich Fluglärm ab 6 Uhr morgens bis 2 Uhr. Der stört mich nicht. Wir waren eher da als der Flughafen. Alles in Ordnung. Wir fliegen auch damit weg. Aber was wir in Düsseldorf und Umgebung brauchen, ist ÖPNV, der sich auch ÖPNV nennen darf. Ja. Denn ich habe häufiger in Berlin zu tun und Berliner waren auch schon mal hier. Und ganz schlimm war es mal, als Franzosen aus Paris hier waren. Denen habe ich erzählt, dass wir jetzt zur U-Bahn. Und dann haben die auf die Frequenz geguckt. Dann haben sie gesagt, nachts alle 20 Minuten. Das geht. Also wenn wir das Umland einbinden wollen, wenn wir die Pendlerströme in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir ÖPNV ausbauen und notfalls auch mit der Brücke, die noch zusätzlich über den Rhein führt. Aber dann bitte mit einer Haltestelle, wo auch die Anwohner am Linksrhein schon was von haben. Also haben wir auch Wohnungen drauf auf der Brücke. Von mir, aber Sie kennen das Ding in Berlin, wo Sie über die ist es mutig, da kann man drüber bauen. Ich weiß nicht, wer da wohnen möchte, keine Ahnung. Das ist eine Möglichkeit, wenn der Platz eng wird, aber ob es die. Also bevor Ihre Fantasie völlig durchdreht, Herr Freie. Genau. Ich will es jetzt ganz bescheiden machen. Ich wohne auch bin relativ zufrieden mit meiner Wohnsituation in Essen-Holsterhausen. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeiten hätte, würde ich Geld eher dafür einsetzen, dass man in der näheren Umgebung im Stadtteil mehr Grün schafft. Das ist nämlich wirklich ein Problem. Wir haben zu wenig Grünflächen und die Lebensqualität in so einer Stadt ist ja, gerade wenn man sich die Klimawandelbedingungen der nächsten Jahrzehnte, die wahrscheinlich zu erwarten sind, anguckt, ist natürlich da eine Grünfläche einfach Lebensqualität und das fehlt im Stadtteil. Wir hatten eine große Fläche, wo das ehemalige Berufskolleg drauf war in Holsterhausen. Es wäre schon schön gewesen, war auch eine verbreitete Forderung im Stadtteil. Es gab mehrere Bürgerversammlungen dazu, das nicht wieder zu bebauen, sondern wirklich zu einem Park zu machen. Ist dann aus Kostengründen so nicht gemacht worden, aber es wäre schön gewesen und man hätte es gut machen können. ÖPNV ist natürlich auch ein wirklich ernstes Problem. Ich finde, dass da wenn etwas überhaupt nicht Metropole ist an der Region hier, dann ist es genau der öffentliche Nahverkehr und das ist eigentlich ein Riesenproblem. Ich finde es schön, so eine Talkrunde mit Träumen und Wünschen zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich bei diesem wunderbaren Wetter die Zeit genommen haben, darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dasein, fürs Zuhören und gebe ab an den Wovi Talk in Niedersachsen, da wo die Welt noch in Ordnung war. Tschüss, danke.